Ja, hallo, heute sind wir besonders lustig und machen zwei YouTube-Videos am Tag. Ich habe ja mal ganz am Anfang, als ich diesen Kanal hochgeschaltet habe, habe ich gesagt, ich bringe euch hier Matheaufgaben, die ihr in der Schule unter Garantie nicht hören werdet oder nicht lesen werdet. Das hier ist so eine und ich glaube, die ist ganz hübsch gelungen. Man kann natürlich ein bisschen umformulieren. Sie ist schon sehr einfach und ich denke, das könnte auch ein durchschnittlicher Gymnasiast könnte die lösen. Es wird ihm aber davon abgehalten, das zu tun, sonst wird er auch noch zum Schwurbler und Schwabversteher. Oder ist das nicht negativ? Wie dem auch sei, es ist ein bisschen zum die Leute beruhigen und auch um die zukünftige Entwicklung der Erde natürlich, nur unter der Voraussetzung, dass Gott nicht eingreift, was ja nicht ganz ausgeschlossen ist, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren. Aber wir können ja mal annehmen, dass es so weitergeht, wie es geht. Und wir sind ja alle Simulationsfreaks. Und das ist eine Simulation im gewissen Sinne. Und die schauen wir uns jetzt an. Also, dann lese ich mal vor. Das ist eine Aufgabe zur Exponentialfunktion. Also wir sind ganz am Anfang der Exponentialfunktionen. Sollte kein Problem sein, die zu lösen. Also, es ist in Stein gemeißelt, dass die optimale Bevölkerungszahl 500 Menschen ist. Also die optimale Bevölkerungszahl der Menschen auf der Erde, das habe ich ein bisschen gekürzt. Nach provisorischen Daten, da finden Sie da in diesen Statistiken, wie heißt das, Statdata.com oder so, Statdata.de, diesen Seiten, vielleicht verlinke ich die dann unten noch, wissen wir also aus den provisorischen statistischen Daten, wissen wir, dass im Jahre 2100 die Zahl der Kinder pro Frau 1,7 ist. Wir nehmen für unsere Aufgabe an, dass diese wegen einer sicheren und effektiven Behandlung noch Wurzel 2 ist. Das Wurzel 2 haben wir genommen, weil es so schön ist. Um die Anzahl der Menschen konstant zu halten, muss jede Frau durchschnittlich etwa 2,1 Kinder gebären. Oder habe ich noch so einen Lehrersatz angeführt, oder das ist klar. Also man kann ja sagen, okay, wenn jede Frau verheiratet, also wenn jede Frau zwei Kinder gebärt, dann ist die Anzahl der Bevölkerung konstant. Aber es ist natürlich so, es gibt Verkehrsunfälle, es gibt Kriege, es gibt Seuchen und deswegen muss diese Zahl größer als 2 sein. Aber jetzt 2,1 genommen, das sagt man so allgemein. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber das ist sicherlich in der Nähe der 2 ist. Also 2,1, da sind wir gut dran. Also, wir die Rechnung also das Jahr 2001 als 0 an und nehmen an, dass im Jahr 2100 genau 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Und jetzt ist halt die Frage, wann wird dann das Optimum von 500 Millionen, wie oben steht, erreicht? Trivial, oder? Also wir haben ein exponentielles Wachstum, aber wir haben eben auch exponentielles Antiwachstum, oder wie sagt man dem Gegenteil von Wachstum? Abbau, also exponentieller Abbau. Gut. Ja, habe ich jetzt halt noch ein bisschen was überlegen, habe ich ein bisschen hirnen müssen. Das ist tatsächlich so. Es ist natürlich so, diese Frauen, die sind nicht jedes Jahr, oder? Sondern die Frau, die ist etwa zwischen 20 und 50 im gebärfähigen Alter. Also nehmen wir als Generation 30 Jahre an, also die Dauer einer Generation. Ich habe auch schon 25 gehört, aber ich glaube, 20 und 30, 50 ist gut. Also man kann ja ein bisschen unter 20 Kinder kriegen und mit 50 ist dann schon schwer. Es gibt ja natürlich immer, es gibt immer Einzelfälle, wo dann eine Frau älter als 50 ist und ein Kind kriegt und das sind aber eben Einzelfälle und das ist natürlich für eine statistische Behandlung ist man mit 50 schon sehr an der Obergrenze. 45 wäre vielleicht besser, vielleicht würde ich besser sagen 15 bis 45. Aber wir nehmen jetzt mal 30 Jahre an, das ist eine schöne Zahl. Also,
approximativ, ich habe gesagt, sehr Approximation, ist das die Differentialgleichung oder Endpunkt gleich eben dieses Lambda mal n, also diese lineare Abhängigkeit von der Anzahl, die eben das exponentielle Wachstum bewirkt, oder? Die Lösung ist nämlich n zum Zeitpunkt t, ist die Anfangsbedingung n, also die Anzahl Menschen mal e hoch Lambda t. Jetzt Lambda ist dann eben diese Wurzel 2 minus die 2,1, die wir brauchen zur Erhaltung, zur Konstanterhaltung der Menschheit durch diese 30 Jahre Lebensdauer. Wir suchen das t, wir dividieren also durch n0, logarithmieren und dividieren dann noch durch Lambda, machen das explizit und dann ist es eben da ausgerechnet und im Taschenrechner eingetippt und dann kommt 130 Jahre heraus, ungefähr. Ich glaube, 31. Ich sage, 130 ist gut. Jetzt ist natürlich so, oder? Man muss ja 20 Jahre alt werden, um zuerst mal ein Kind zu kriegen, jetzt in unserer Betrachtung. Also nehme ich diese 20 noch dazu, dann habe ich wunderschöne 150 Jahre. Und dann sind wir im Jahr 2250, wo wir dann schon da die George R. Guidestone erfüllt haben. Also da sind da die Jubeljahre, das ist, geht recht schnell. Jetzt sagen wir, ja gut, also das stimmt natürlich nicht da, diese Schwurbeltheorie mit dem Senken der Geburtsfähigkeit der Frauen, das stimmt natürlich alles nicht. Das hat Bakhti in seinen Fieberträumen da. Nein, das war nicht Bakhti. Man weiß es seit dieser japanischen Forschung, oder wo da diese Nanoteilchen in der Gebärmutter gefunden wurden. Das war vor 19, glaube ich, das ist eine recht alte Arbeit, das habe ich schon lange gekannt, also lange vor Corona. Und ja, das ist also alles erlogen und erstunken natürlich, und deswegen sind es 1,7 Kinder, nicht Wurzel 2 Kinder. Und dann hat man es erst im Jahr 2350, müssen wir uns also noch 100 Jahre länger geduldet, aber diese 500 Millionen werden erreicht. Also das ist schon so, wenn es so weitergeht. Also da müssen wir uns da keine Illusionen haben. Also es ist auch so, man sollte nicht das tun, was man immer tut. Unterschätzt den Gegner bitte nicht. Das sind sehr intelligente Leute, die diese Guidestones da aufgestellt haben. Und die haben natürlich auch recht in einem gewissen Sinne. Sie haben nicht recht in einem psychisch-moralisch-historischen Sinne, aber das sind halt eben die Scheuklappen, mit denen man durch das Leben gehen muss. Also in dem Sinne, ich habe da 8 Minuten gebraucht für die Aufgabe. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. So Kurzaufgaben geht nicht immer so kurz, weil ich doch immer sehr viel dazu erklären muss. Also in dem Sinne, eine schöne Zeit und schnackselt nicht so häufig, damit da wir nicht über diese 1,7 kommen. Das ist dann schon wichtig. Also, haltet euch bitte zurück.